Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um eine Schiebetür. Da liegt sie schon, genau. Und dahinter ist die Trennwand, wo die Schiebetür eingelassen werden soll oder angebracht werden soll. Ja. Wie du das Ganze machen kannst, vor allem wie du dir eine Trennwand selber in die Wohnung oder in den Raum reinziehen kannst, darüber gibt es ein extra Video, das findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie wir jetzt gemeinsam die Schiebetür bauen. Ja, ich versuche ein bisschen zu helfen. Genau, das zeigen wir euch heute in diesem Video. Genau. Ja, bis gleich. Bis gleich. Das Schiebeelement besteht aus 21 mm Multiplex. Das ist eine Platte auf Kreuz miteinander verleimt. Die arbeitet am wenigsten und ich denke, die ist hier für am besten geeignet. Da wir die Platte jetzt noch im Look der Trennwand tapeziert haben, sprich, wir haben uns das Ganze angezeichnet, die Höhe und dann mit fertigen Kleister eingekleistert und dann die Tapete draufgebracht, ist eigentlich ganz, ganz simpel. Und dann haben wir das Ganze mit einem Cuttermesser ringsherum abgeschnitten und dann können wir uns auch schon losmachen oder ranmachen an die Aufhängung. Ihr könnt natürlich auch schon fertige Türblätter nehmen, die Drückergarnitur und die Bänder abschrauben und da auch das Aufhängesystem ranschrauben. Oder ihr baut euch ganz einfach einen eigenen Stil aus Profilbrettern selber eine Schiebetür oder ein Schiebeelement zusammen. Im Übrigen, das Multiplex bzw. alle Plattenmaterialien bekommt ihr bei plattenzuschnitt24.de. Dort gibt es eigentlich alles, was man so will an Platten. Unter anderem bekommt ihr auch dort Acrylglas, Acrylglas-Zuschnitte, Acrylglas, Zylinder. Schaut mal vorbei. Und was ich immer ganz, ganz toll finde, die haben nämlich das Kundenprojekt des Monats. Und dort könnt ihr mitmachen, wenn ihr irgendwie ein Projekt baut, das einschickt, dann gibt es nämlich tolle drei Preise. Also von Platz 1 bis Platz 3. Und alle Infos dazu findest du direkt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Die Aufhängung ist ganz simpel. Also am Türblatt befestigen wir einfach hier so zwei Metallblättchen, die werden geschraubt. Und zunächst halten wir uns das erstmal ran und zeichnen uns das Ganze vor. Beim Multiplex ist es halt ganz wichtig, dass wir das Ganze vorbohren, denn ansonsten würde das Ganze ausreißen. Das machen wir links und rechts und dann ist eigentlich soweit die Installation von dem Türblatt fertig. Und wir kümmern uns um die Schiene. Ich habe jetzt hier, also es ist ein komplettes System, was ihr erwerben könnt. Da sind die Halter und die Schiene und die Stopper alles mit dabei, samt Schrauben von Hettich. Das Set werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Es gibt heutzutage auch Schienensysteme, die sind sichtbar. Das Tolle daran, das Ganze ist unsichtbar. Das heißt, du siehst es am Ende nicht. Es gibt aber auch Systeme, die sind dann sichtbar, die schraubt man dann auf der Tür drauf, so eine Art Vintage-Look. Ich werde dir auch mal ein, zwei unten in der Videobeschreibung verlinken. Und beim Vorbohren müsst ihr einen wirklich sehr, sehr scharfen Bohrer nehmen. Ich habe jetzt hier beispielsweise jetzt, weil ich jetzt leider meine Holzbohrer vergessen habe, nehme ich Metallbohrer. Aber bei scharfen Metallbohrern könnt ihr unter anderem auch Holz bohren. Hinter der Trennwand sieht das Ganze dann so aus, das ist jetzt unsere Zarge und ich habe mir jetzt hier so eine Bürstendichtung besorgt zum Draufkleben, damit das Türblatt, was dann hier entlang gezogen wird, auch links und rechts vernünftig abschließt, beziehungsweise hier kein Staub oder kein Luftzug hin und her ziehen kann. Und das ist einfach selbstklebend und könnt ihr dann einfach ganz locker und easy an die Stelle beziehungsweise an dem Ständerwerk festkleben. Die Bürstendichtung sitzt. Yep. Und jetzt kümmern wir uns um die Schiene. Das ist ja das Wichtigste eigentlich von diesem Schiebeelement. Yeah. Und wie ich euch gesagt habe, ist das bereits ein fertiges Element. Normalerweise ist die dazu oder die ist so konstruiert, dass man das Ganze von hinten verschraubt. Wir werden aber gleich hier vorne neue Bohrlöcher setzen. Mhm. Aber wir brauchen ja einen gewissen Abstand zur Wand, weil wir haben uns ja entschieden, dass die Tür an sich ja eine Fußleiste bekommt und eine schöne Zierleiste. Mhm. Und deswegen müssen wir ein bisschen Abstand haben. Und wir werden jetzt hier einfach ein Brett draufschrauben. Ja, das ist der Abstand. 20 mm. Und das hat ungefähr die Tiefe von der Styroporleiste und der Fußleiste. Um die Schiene zu bohren, habe ich mir so einen genannten Stufenbohrer genommen. Gibt es in drei unterschiedlichen Größen. Die mittlere Variante habe ich jetzt hier. Und damit könnt ihr ja so wie kegelförmig was bohren, also in Stufen quasi, in Metall und Aluminium. Und die Schiene ist ja auch aus Aluminium. Und deswegen eignet sich das ganz gut. Warum? Weshalb? Ganz einfach. Wir bohren die Schiene
am ersten Loch durch und das vorderste Loch ist ein bisschen größer. Das ermöglicht uns dann nachher später die Schraube viel einfacher zu setzen. Als nächsten Schritt haben wir uns die Tür, das Türelement hier reingestellt und mit zwei Zollstücke die Höhe bestimmt, dass es auch mit der Abschlussleiste alles passt. Und dann habe ich die Führungsschiene angesetzt, die zwei Schlitten reingefahren, so dass wir die Höhe jetzt bestimmen können. Eine Wasserwaage drauf platziert, denn die Tür soll nachher nicht von alleine aufgehen oder zugehen. Und das Ganze mit zwei Klemmzwingen befestigt. Und jetzt können wir das hier vorne fest verschrauben. Upsala. Und natürlich mit einem Akkuschrauber, der wird nicht runterfallen. So. Nachdem wir dann die Schiene fixiert haben, bestimmen wir die Position der Tür. Und dann gibt es hier solche Schiebestopper, die ihr reinschieben könnt. Und die stoppen dann das Türblatt vor dem Herausrollen aus der Führungsschiene. Zieht die wirklich schön fest, weil mit der Zeit bollern die immer dagegen und die können sich dann durchaus mal lösen. Im oberen Bereich sitzt jetzt die Führungsschiene und unten wackelt das ja so ein bisschen hin und her. Deswegen müsst ihr hier eine Führungshilfe euch hinbauen. Wir haben jetzt hier einfach ein Stück Brett genommen, das mit der Holzkonstruktion verschraubt und das Ganze hier miteinander verschraubt. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Knauf angebracht. Ihr könnt natürlich auch einen Griff anbringen, so wie ihr möchtet, mit einem 5,5er Bohrer vorgebohrt und das Ganze dann fixiert. Und so schaut die Schiebetür aus, quasi fast unsichtbar. Und ja, da kommt schon unsere Steffi raus aus dem HWR-Raum. Ja, richtig cool. Also ich bin super zufrieden. Hier haben wir uns natürlich für ein schlichtes Schienensystem entschieden. Mhm. Es gibt ja aber auch coole Sachen im Industrialstil oder Vintage mit diesen großen Rollen und diesen sichtbaren Schienen. Aber das wäre hier jetzt nicht so angebracht gewesen. Ja, wir haben uns auch einen Grund das Ganze nicht entschieden, weil wenn wir das Ganze hier bauen würden, dann würde die Schiebetür ja nach innen aufgehen. Und dann könntest du hier nichts hinstellen. Genau. Ne? Und deswegen ist das Ganze dahinter gebaut. Richtig. Okay, man kann diese Rollen auch nach hinten bauen. Ja, aber hier soll ja aber noch direkt ein nutzbarer Raum sein und deswegen passt das so ganz gut. Genau. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Ja. Wie gesagt, ihr findet alle Infos zu diesem Video unten in der Videobeschreibung und vom Plattenzuschnitt 24 gibt es auch einen Rabattcode. Mhm. Den findest du auch direkt unter der Videobeschreibung verlinkt. Richtig gut. Und ja, das Video zu Trennwand, wie wir das Ganze gemacht haben, mit einem Holzständerwerk, mit Rigipsplatten, das findest du auch unten oder wir werden es dir hier verlinken. Genau, verlinkt das mal. Genau, wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Richtig. Und wir hoffen natürlich hier auf den Handwerker-Daumen nach oben. Ne? Ganz wichtig. So, bis dann. Bis dann. Ciao. Bist du doof, ey. Jetzt mal ehrlich. Du hast den Bauch. Kennt das von... Ne, nochmal. Kannst du drauf kommen. Ja, und da kommt auch die Schönheit Gottes raus. Die Schönheit, die kommt aus dem neuen Haus Wirtschafts. Nochmal. Scheiße. Fällt es dir da drin? Ja, super. Also es ist ganz toll. Ihr könnt euch, wir haben jetzt hier uns... Wo willst du hin? Fühlt sich wohl.